Steinwurf im Glashaus. Gemma. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur 83. Episode von Steinwurf im Glashaus. Ich bin es, Johannes Rische, und mir gegenüber sitzt Mirko Pauk. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns. Ihr freut euch. Das ist großartig, denn wir haben eine ganz spezifisch besondere Episode heute für euch vorbereitet. Ihr hört schon an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen aufgeregt, fast nervös, das anzukündigen, denn heute wird es special. Und ich werde das jetzt nur noch viermal sagen in meinem Eröffnungsmonolog. Es wird wirklich, wirklich besonders. Ihr könnt euch auf einiges gefasst machen, was heute innerhalb dieser rund 50 Minuten auf euch zukommen wird. Denn das wird euch vom Hocker hauen, vom Stuhl fegen, vom Bus überfahren. Nee, das war nicht gut. Ja. Hallo Mirko. Schönen guten Tag. Ja, es kommen monumentale Veränderungen auf diesem Podcast zu. Auch schön. Es ist ein neues Zeitalter bricht an. Eine neue Ära. Eine neue Ära beginnt. Eine alte Epoche endet. Ja, wir verändern was, ne? Ja. Ach nee, schön, dass ihr dabei seid. Heute zur letzten Folge, ich möchte es so sagen, von Steinwurf im Glashaus 1.9. Ja, ich war, die 9 ist ein bisschen random, aber ja, doch, nehmen wir mit. Ich habe das nie verstanden, wie funktionieren diese Update-Zahlen? Es gibt dann 1 und dann 1.1 und dann 1.1.1. Kommt immer darauf an, wie groß die Updates sind. Ne? Okay. Also die erste 1 ist immer Jans, also BFG, genau. Big Fucking Update. Und 1.1 ist dann, wenn du irgendwie ein größeres Design-Update hast oder sowas, aber der Grundtenor bleibt gleich. Aber es macht ja niemand 1.1. 1.8 oder so, da kommt ja niemand hin. Ja, aber sicher. Das sind ja sofort dann schon 2.0. Nein. Also Apple macht höchstens 1.2, danach kommt wieder 2.0. Apple vielleicht, aber ich habe damals ein Spiel gespielt, das war bei 2.8.64. Oh, das ist viel. Also wenn das sind so, das letzte sind dann wirklich meistens so kleinere Bugfixes oder sowas. Oder wenn du jetzt eine App hast und da waren ein paar Rechtschreibfehler drin. Das wird dann kurz aufgespielt. Das zählt dann natürlich auch als Update. Ja, wir wollen mit dem Gag starten. Und zwar habe ich mir überlegt, okay, Donald Trump wird zum zweiten Mal impeached. Warum heißt das so wie Pfirsich? Warum heißt es Peachen, Impeachen? Was hat das mit Pfirsichen zu tun? Oder hat das etwa zu tun mit Marios Freundin, Peach? Also er ist jetzt zum zweiten Mal impeached. Willst du das damit sagen? Ist Donald Trump eigentlich nur Bowser? Wir sind da was auf der Spur. Ich glaube schon. Er hat ungefähr die Statur. Ja. Ich gucke gerade mal hinter dich, da steht eine Figur von ihm. Ähnlich nervig, also zumindest wenn du ihn bekämpfen musst. Auch der Körperbau, so ein ganz niedriger Schwerpunkt mit kleinen Stummelbeinchen. Bowser hat größere Hände, gut, die kann er aufsetzen. Ja, das stimmt. Und eine ähnlich große Fresse. Ja, und ähnlich wenig dahinter, regelmäßig. Okay, ja. Bowser sieht cooler aus, so im Großen und Ganzen. Bowser sieht schon cool aus. Ich glaube, hätte sich Bowser zur Wahl gestellt, hätte Bowser auch gewonnen. Ich möchte immer noch erwähnen, dass ich glaube, der aktuelle Präsident oder Head of Gaming von Nintendo einfach legit Bowser heißt. Ja? Ja. Das ist schon der Hammer. Hat er sich so nennen lassen? Oder? Nein, der hieß... Das war in, ob es Zufall war, dass sie gerade ihn dann als Präsidenten genommen haben oder als CEO, whatever, weiß ich nicht, aber der Nachfolger von diesem Regis ist Bowser. Jetzt heißt auch, wer Mario? Ob die Italiener extra einstellen, die Mario und Luigi heißen? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also so viele Italiener findest du, glaube ich, in Japan nicht, die in der Spielebranche arbeiten wollen. Weiß ich nicht. Es ist schon sehr spezifisch. Also du engst dich da schon künstlich sehr dafür ein. Dafür, dass es maximal eine Marketingaktion wäre, die offensichtlich so scheiße ist, dass wenn es so wäre, wir davon nicht wüssten. Aber ich wann glaube, kamen die ersten Mario-Spiele raus? Aha, in den 80ern. So, da, gut, wann gab es die ersten größeren Gegner? Wario, Waluigi? Boah, ja gut, also die ersten größeren Gegner gab es eigentlich schon in den ersten Mario-Teilen. Ja, aber Wario gab es doch erst später. Ja, wann gab es den in den 90ern oder so? Das heißt, irgendwer wird ja seine Kinder wahrscheinlich auch nach Wario und Waluigi benannt haben. Das wäre schon assi. Ja, aber es gibt sehr viele assi-Menschen auf der Welt. Das ist korrekt. Von daher, ob man so eine Truppe zusammenbekommt, so, die man einfach einstellt, die so heißen und die setzt man dann in Go-Karts. Ich wollte gerade sagen, die packst du dann in so eine Kartbahn.
Und die haben dann Babys und dann setzt du auch das Baby von Mario in so ein Kart und guckst, was passiert. Dann gräbst du noch wen aus und hast du Knochen trocken. Da legst du so einen Sack hin. Okay. Er hatte einen Panzer auf dem DS, das fand ich geil. Hat mich sehr frustriert. Ich hab's neulich auf der Switch mal gespielt und die hatten, ich glaube, Knochentrocken gab's wieder? Oder ich weiß es nicht, so weit bin ich noch nicht. Ich habe keine freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob man da diesmal welche freischalten kann. Es gab zumindest King Boohoo, das fand ich cool, aber ich meine, Knochentrocken gab's nicht und ROB auch nicht und da war ich sehr enttäuscht. Ja, ist wieder viel Potenzial, was eigentlich da ist, was Nintendo nicht ausschöpft, aber das ist ja eine jahrzehntelange Leidensgeschichte. Gift that not keeps on giving, wie man hier im Deutschen so schön sagt. Quasi. Ich möchte nur trotzdem nochmal erwähnen, dass ich momentan wirklich die Scheiße aus Super Mario Odyssey rauszocke und das macht Spaß. Es ist so ein geiles Spiel. Ich habe nicht erwartet, dass es mich so sehr catcht, dass es so einen Spaß macht. Gotta catch 'em all, sag ich immer. Ja. Bekannter Spruch von Mario. Woo, gotta catch 'em all. Irgendwie so. Wow. Ja, wow, fantastisch. Es ist nicht nur das passiert in der Gaming-Branche, sondern auch ein weiterer Knall ist durchgegangen. Ubisoft hat angekündigt, ein Open-World-Star-Wars-Game machen zu wollen. Das faszinierend ist, denn bisher hatte EA, seit Disney Star Wars gekauft hat oder die Rechte an Star Wars gekauft hat, die Alleinherrschaft über Star Wars-Spiele. Dementsprechend scheiße waren auch die meisten, Fallen Order mal ausgeklammert. Und Squadrons zumindest zum Teil ausgeklammert. Ja. Ich hab's gespielt, ungefähr 20 Minuten. Ich fand's richtig kacke. Du bist nicht unbedingt der Maßstab, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Okay, ich habe nie für ein Spiel so viel Geld ausgegeben und es so wenig gespielt wie Star Wars Squadrons. Du hast auch in der Vorbesprechung gesagt, dass LucasArts Gaming, wie hieß das noch? Lucas Gaming? Lucas Arts, Film Lucas, Game. Nee, das alte. LucasArts Gaming. Nee, LucasArts. Ach Mann, nur LucasArts. Dass LucasArts jetzt nicht so ein großer Verlust für die Videospielgeschichte gewesen wäre. Mit solchen Aussagen distanziert man sich dann sehr von dem Expertentum. Ich bin für Star Wars Experte, nicht für Games. Wenn sie einfach Star Wars Battlefront 1 von der PlayStation 2 auf die PlayStation 5 ziehen, mehr brauche ich nicht. Da wäre ich auch am Start, das würde ich auch zocken. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Das kann auch nicht mehr als 3 Leute für eine Woche beschäftigen, das kurz zu emulaten. Ich würde dann schon erwarten, dass das nicht die PS2, sondern auch zumindest eine ordentliche, eine High-End-PS4-Grafik hätte auf der PS5. Ach, nicht für mich. Aber dafür können sie dann von mir aus auch nochmal Vollpreis verlangen. Ey, ich gebe dafür 100 Euro aus, mir egal. Tatsache ist nur, also ich spiele es ja sogar hin und wieder auf der PS2, nur diese PS2 ist so unfassbar laut inzwischen. Die explodiert fast. Mein Staubsauger, der ist insgesamt relativ leise, ist auf jeden Fall leiser als die PlayStation 2. Das ich höre kaum den Fernseher. Musst du vielleicht mal entstauben. Also die PlayStation. Staubsauger mal in die PlayStation. Ich hatte damals so einen Controller-Adapter für mehr Controller. Ich glaube von EA sogar. Aber das konntest du in so einen Controller-Slot schieben und dann konntest du da 4 Controller dran machen. Und sobald du den angeschlossen hast, lief das Ding ungefähr auf 8000 Umdrehungen hoch. Du konntest quasi deine Wohnung mitheizen. Ich konnte ein Spiegelei drauflegen und es war instant durch. Hammer. PlayStation 2, immer noch die beste Konsole aller Zeiten. Faszinierenderweise. Nach der N64, ja, würde ich das so unterschreiben. Aber das war nicht das einzige Spiel, was angekündigt wurde. Sondern Bethesda dachte sich, ja gut, was gehört denn logischerweise zu Star Wars? Indiana Jones. Klar. Und zack, erstmal ein neues Indiana Jones Spiel in Entwicklung bei Bethesda. Machine Games oder Machine Type Games, ich weiß es nicht genau, wie sie heißen. Ja, ich bin gespannt. Das wird geil, glaube ich. Zumal die Story bei Uncharted um Nathan Drake mittlerweile, zumindest laut Naughty Dog, vollendet ist. Wir davon zumindest mit den Charakteren kein weiteres Spiel erwarten können. Hoffnung ist immer noch da, aber wahrscheinlich nicht. Kommt Indiana Jones wahrscheinlich zu einem ziemlich perfekten Zeitpunkt. Ja, jetzt habe ich weder Uncharted noch Tomb Raider je gespielt, habe aber immer gehört, dass das quasi Indiana Jones als Spiel ist. Tomb Raider habe ich auch nie gespielt, das hat mich nie so gecatcht, aber bei Uncharted war ich immer am Start, da habe ich alle von gespielt, bis auf das ganz Neue mit Chloe und ich glaube Elena in der Hauptrolle, das habe ich noch im Schrank, das wartet noch. Ja, das hat wirklich so diese Vibes und es sind wirklich, wirklich, wirklich gute Spiele. Und damit wird sich dieses neue Spiel von Bethesda auch messen lassen müssen, ob sie es wollen oder nicht.
Und das ist fucking Indiana Jones. Also es gibt nur sehr wenig Indiana Jones Content auf der Erde. Also es gibt 4 Filme, davon ist einer nicht mal gut angenommen. Ich fand den gar nicht so scheiße. Ich fand ihn ziemlich gut. Dankeschön. Also schön. Ich kann ihn in einer Reihe mit den anderen dreien gucken, ohne zu denken, oh, das ist jetzt aber, oh. Wobei mich die eine Käfer-frisst-Menschen-Szene auf, oder mich als etwas jüngeren Menschen doch für einige Zeit verstört hat, muss ich ehrlich gestehen. Da gibt es aber in jedem Film einige Szenen, die teilweise fragwürdig sind. Irgendwas haben die mit Insekten in diesen Teilen, egal. Tatsache ist, es gibt sehr, sehr wenig Indiana Jones Content ever. Es gibt, glaube ich, noch ein Lego-Spiel damals auf der PS2. Und das dürfte auch das letzte Indiana Jones-Spiel gewesen sein, was es tatsächlich jemals gab. Mir genau. Fällt noch eins ein, ich glaube aus NES-Zeit, Anfang der 90er, Ende der 80er oder so, lass mich lügen. Ey, Indiana Jones ist einfach, ja, die Lücke wurde in den letzten 10 Jahren geschlossen, durch Uncharted, durch Tomb Raider, was dann später auch wieder groß wurde. Tomb Raider bei PlayStation 1 vielleicht so ein bisschen diese Lücke abgedeckt. Ich glaube, das ist, wenn es jemals einen Zeitpunkt für ein AAA-Indiana-Jones-Spiel gab, dann ist das jetzt. Ja, und selbst ich habe unfassbar Bock. Einmal hoffe ich natürlich, dass der Protagonist so aussieht wie Harrison Ford. Bitte, ja. B, Harrison Ford lebt noch. Fragt mal an, Leute. Gebt ihm mal Stimme. Und C, ich habe damals einen Trailer gesehen. Da ging es jetzt nicht um Indiana Jones, aber ich glaube, es ging um die neue Engine für die Next Gen, wie das aussieht, wenn jemand... Ah, die Höhle, die Höhlendemo? Kann sein, so Sandhügel und durch Klippen und so weiter und so durch. Wie das aussieht, wenn man mit Objekten interagiert, wie die Hände, die glitschen nicht durch irgendeinen Stein, sondern so. Und wenn ich mir das vorstelle, in dieser Grafik mit meinem Lederjacken Indiana Jones, der seinen Hut auf hat, wahrscheinlich hat er eine Pistole noch dabei, der Rest ist irgendwie Faustkampf, Peitsche hat er auch, mit der man irgendwelche Sachen machen kann. Und dann machst du da Puzzle in irgendwelchen Tempeln. Ich glaube, da könnte ich Jahre mit verbringen und da einfach nur rumgammeln. Du solltest dir mal Uncharted zulegen. Das ist exakt das, was du gerade beschrieben hast. Kann ich da so aussehen wie Indiana Jones? Nein, aber du siehst aus wie Nathan Drake und seien wir ehrlich, der ist nochmal schöner als Indiana Jones. Das muss ich immer so zugeben. Kann ich mir einen Hut aufsetzen? Ich glaube, du kannst tatsächlich Hüte freischalten, ja. Ich bin skeptisch. Ich leiste dir mal aus. Das geht auch mal raus an euch alle, wenn ihr eine PS4 habt, dann holt euch mal diese Uncharted komische Edition, wie auch immer sie heißt. Da kriegt ihr die ersten 3 Teile remastered für die PS4 in 1. Also besser angelegtes Geld gibt es eigentlich kaum, wenn ihr eine PlayStation 4 besitzt. Oder ihr kauft euch eine PS5. Oder das, ja. Wo die Spiele dann im Zweifelsfall auch drauf laufen. Hofft man doch. Ist die eigentlich verfügbar? Nee, ne? Nee, ich glaube, die ist immer noch ausverkauft, ne? Ja. Ich habe mich aber tatsächlich auch... es ist ganz gut, dass das ein bisschen abflacht, weil je weniger der Hype da ist, desto länger halte ich aus, ohne mir eine zu kaufen und kann noch bessere Angebote abwarten und vielleicht abwarten, bis der Preis ein bisschen fällt. Das dachte ich mir letzte Woche. Wenn sie jetzt bei Mediamarkt ist, für, wie teuer war die, 500? Oh, 499, ja doch, ich glaube. Wenn jetzt für 500 bei Mediamarkt ist, ich glaube nicht, dass ich sie mir instant kaufen würde. Weil jetzt ist so viel Zeit vergangen und es ist mir so egal geworden, dass ich sage, okay, weil ich halt noch 3 Monate, dann kriege ich vielleicht noch einen Controller dazu und noch ein Spiel für 450. Also ich glaube, ich werde sogar noch deutlich mehr als 3 Monate warten. Zum einen, ja, der Preis wird unweigerlich später sinken. Es wird dann hoffentlich ordentliche Games dazu geben und, seien wir ehrlich, bislang, also bei der Xbox One hast du sowieso gefühlt, oder Xbox Series, wie sie heißt, hast du gefühlt ja sowieso kein Spiel, was es nicht schon auf der Xbox One gab. Und auch bei der PlayStation 5 hast du bislang jetzt noch nicht so viele Spiele, wo du wirklich sagst, oh, es brennt in mir, ich muss jetzt 500 Euro dafür ausgeben. Das hält sich aktuell echt noch in Grenzen. Also es ist alles noch sehr, sehr human mit dem Abwarten. Solche Spiele wie Indiana Jones könnten einem dann natürlich leider irgendwie so ein bisschen in den Arsch treten, aber ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis es erscheint. Bislang gibt es ja nur einen Teaser-Trailer dazu. Aber es ist eins der wenigen Sachen, die mich aktuell hypen. Also es gibt das Harry Potter-Spiel in der Hinterhand. Es gibt für mich Lego Star Wars Skywalker Saga. Die habe ich mir auch schon auf die Liste gepackt. Und Indiana Jones und das war's. Aber die Skywalker-Saga ist ja, glaube ich, schon raus, ne? Nee. Sicher? Ganz ich meine, die gesehen zu haben. Ich bin mir sehr sicher, dass es die noch nicht gibt. Das ist faszinierend. Die wollten die, glaube ich, im letzten Sommer bringen. Dann haben sie es auf Oktober verschoben.
Dann auf Jahresende, im Moment ist Spring 2021 angesagt. Also das ist so ein ewiges Ding, was die irgendwie vor sich herschieben. Aber man sah ja bei Cyberpunk, wie gut es läuft, wenn man die Publisher dazu pusht, das endlich rauszubringen. Vor allen Dingen sind die Lego-Spiele ja eh dafür bekannt, dass sie doch mal ein bisschen buggy sind, gerne. Manche ja, manche nicht. Also faszinierenderweise gibt es welche, die funktionieren einwandfrei von vorne bis hinten. Und manche haben, also da kannst du da, da bist du schon darauf eingestellt, dass wenn du jetzt dieses Spiel spielst, dass sich das zwei, dreimal aufhängen wird innerhalb der Stunde. Das an sich ist ja okay, aber wenn es nicht 100% komplettierbar ist, weil du irgendwas nicht erreichen kannst, dann platzt bei mir irgendwo eine Ader. Bei dir auch? Was war es bei dir? Das hast du Bei schon mal erzählt. mir war es Lego Harry Potter 1 bis 4. Ich habe es 100% durchgespielt und mir fehlt ein einziger goldener Der Hebel Arschgeige. am Ja, Astronomieturm? nee, der Hebel im Astronomieturm ist es nicht. Ich weiß es nicht Der mehr war es bei genau. mir. Da konnte man ranziehen, ist nichts passiert. Ich weiß es nicht mehr genau. Bei mir ist es irgendwas, was nicht angezeigt wird. Also ich kann da hinkommen, aber ich kann es nicht anlocken. Das ist das Einzige, was mir fehlt. Es Lego. ist super assi. Spaß. Großer Spaß, großer Spaß. Ja, das war übrigens mein letzter Urlaub. Lego Harry Potter 1 bis 4, 4 Tage lang gezockt, auf 100% machen wollen und dann am Ende gescheitert. Das war sehr, sehr unbefriedigend. Dennoch ein geiles Spiel. Ja, definitiv. Ja, So. Indiana Jones, wir freuen uns drauf. Das klang jetzt so enttäuschend, aber wir freuen uns tatsächlich Ist drauf. es Open World? Das weiß ich nicht. Weil ich gehe davon aus, Teaser-Trailer bislang. ich habe den nicht mal gesehen, ehrlich gesagt. Man spielt ja wahrscheinlich nicht die Filme nach, ne? Es ist, wie ich gelesen habe, eine ganz neue Story. Gehe ich von aus, ja. Original Story. Ich gehe davon aus, sie werden trotzdem, weil sie es machen müssen und weil ich Bock drauf habe, ein paar Originalschauplätze reinbringen, wie diesen großen Tempel oder sonst was. Und ja, Indiana Jones ist immer mit diesen Zwischensequenzen, wo die über die ganze Welt fliegen. Ich hoffe, es ist nicht Open World. Ich hoffe, es sind mittelgroße Levelabschnitte, in denen du dich frei bewegen kannst, Genau. aber nicht komplett Open World, ja. Das hoffe ich auch. Ja, wie gesagt, ich sehe einfach zu viele Parallelen zu Uncharted. Genau das gibt es da ja teilweise zumindest auch. Ach, Indiana Jones. Habe ich jetzt Bock drauf? Ich glaube, ich gucke den vierten demnächst mal wieder. Ja. Ja, wir haben noch eine schöne Top 10, bevor es an die großen News geht. Die auch schon in der Beschreibung stehen, aber hey. Ja, stimmt. Also, wie so oft bei YouTube-Videos. So. Ja, und am Ende des Videos, da lösen wir das Ganze auf. Digga, ich kann vorspulen. Das So. denke ich mir jedes Mal. Also. Bleibt dran bis zum Ende, da kommt ein Gewinnspiel. Ja, ich kann da hinklicken, es ist ein Klick. Also, ich mach's jetzt nicht, aber ich könnte schon. Das weißt du. Das wissen wir beide. Wir haben hier nochmal eine schöne Top 10, die ich ganz spannend finde. Und zwar. Die Top-Streaming-Content-Angebote of 2020, sprich die nach Minuten meist gestreamten Serien im vergangenen Jahr. Allerdings nur aus den USA. Und legal wahrscheinlich. Und legal, genau. In den ersten 10 Plätzen befinden sich genau 10 Serien, die es auf Netflix gibt. Und wenn ich das richtig sehe, keine Serie, die Netflix produziert hat. Das sind alles zugekaufte Sachen. Auf Platz 10 haben wir Vampire Diaries. Klassiker. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die so beliebt sind, dass es so oft geguckt wird. Comfort-Binging, oder? Schon, also es sind wahrscheinlich alles hier Comfort Binging, aber Vampire Diaries? Ich dachte, das wäre mehr Hat, glaube ich, so eine unglaublich große Kult-Fangemeinde. krass, hätte ich nicht gedacht. Auf Platz 9 eine, wo ich ehrlich sagen muss, die kenne ich gar nicht. The Blacklist. Hat mein Bruder, glaube ich, gesehen. Auf Platz 8, das ist auf jeden Fall Comfort Binging und eine Serie, die ich noch auf meiner Liste habe, New Girl. Lief auch eine Zeit lang auf ProSieben, glaube ich, mit Ja. Zooey Deschanel. Das Intro ist mir noch im Kopf, fand ich immer sehr unlustig. Ich glaube, ich fand es immer ganz, ganz okay. Noch eine Serie, die ich auf meiner Liste habe, Platz 7 ist Shameless. Wurde mir mehrfach empfohlen, deswegen habe ich die auf meiner Liste. Dann eine Serie, die ich bis Staffel 6 geschaut habe und dann abgebrochen, Supernatural. Ja.
Ist schön. Kann man sich gut angucken. Aber reicht dann halt irgendwann. Aber auch wieder Comfort-Pinching. Ja, schon. Definitiv. Dann eine, ich glaube, Emmy ausgezeichnete Serie. Platz 5, Schitt's Creek. Meines Wissens nach auch Comedy. Dann, ja, wahrscheinlich Comfort-Binging. Dürfte auch, glaube ich, die in Deutschland meist wiederholte Free-TV-Serie sein. Also die ist wahrscheinlich selbst mit Free-TV die meistgeschaute Serie überhaupt in Deutschland. Platz 4, NCIS. Der Deutsche und sein Krimi. Das ist halt Match made in heaven. Was ironisch ist, denn auf Platz 3 ist meine Lieblings-Krimi-Serie, die ich gerade parallel auch schon wieder gucke, Criminal Minds. Ist auch dieses Jahr zu Ende gegangen. Letzte Staffel abgedreht. Platz 2, Grey's Anatomy. Eine Serie, die sich mir nie erschließen wird. Mir reicht schon immer die Vorschau bei ProSieben und da kriege ich das blanke Kotzen. Es ist immer Drama, es geht immer die Welt unter, es wird immer nur rumgeheult und rumgevögelt. Das ach. Ist aber, ja, Guilty Pleasure. Also das, ich kann es nachvollziehen. Ich mache ja. mich bald an Downton Abbey ran. Wird gut. Ich möchte auch niemanden haten, der das guckt, weil, wie gesagt, ich gucke Two and a Half Men, ich darf mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich persönlich würde davon echt nur reiern. Und dann kommen wir zu Platz 1 und das hat mich persönlich sehr gefreut und ist insgeheim auch der Grund, weshalb ich diese Top-Liste hier einführen wollte. The Office. Das hätte ich nicht gedacht. The Office ist, glaube ich, seit 2013 schon abgedreht, aber immer noch der Streaming-König. Das ist schon krass. Vor allem kann ich mich kaum erinnern, jemals außerhalb von diesem Podcast von The Office gehört zu haben. Weil es in Deutschland, das ist das, wo ich wirklich auch die Wände hochgehen könnte vor Wut, weil sich in Deutschland ständig gesagt wird, ja gut, da haben wir ja nur für die ersten drei Staffeln eine deutsche Synchro, für die anderen lohnt sich das nicht, weil die Deutschen haben ja schon Stromberg. Komplett den Fakt ignorierend, dass Stromberg und The Office zwar auf derselben Vorlage basieren, aber inhaltlich komplett auseinandergehen. Die haben, also diese beiden Serien haben außer dem Genre nichts miteinander gemein. Und es sind einfach geile Serien. Beide. Aber das The Office in Deutschland, ich musste mir die scheiß DVDs über Großbritannien importieren, weil es die nicht mal zu kaufen gibt in Deutschland. Das ist doch blanke Hohn. Ich finde das schrecklich. Es wird Zeit, dass sich da jetzt mal jemand annimmt. Aber vielen Dank an Comedy Central, denn die sitzen seit Jahren auf den Rechten, ohne sie jemals auszuspielen. Also sie strahlen die Serie nicht mal aus. Es ist, ich krieg ein zu viel. Schlimm. The Office, tolle Serie. Würde mich mal jetzt interessieren, warum das nicht weiter synchronisiert wird. Tatsächlich ist die Begründung dafür, naja, wir haben hier keinen Markt dafür, weil es gibt halt schon Stromberg. Unbefriedigend, wie man so schön sagt. Und wie? Was deutlich befriedigender ist, ist das, was wir im Februar machen. Ganz genau. Oh. Das ist absolut richtig. Ab dem 1. Februar bekommt der Podcast ein inhaltliches Facelift. Das hast du schön gesagt. Ich wollte Relaunch sagen, aber ich mag das Wort Relaunch. Relaunch ist immer schön. Nee, wir bleiben selbstverständlich dabei. Wir haben schon gesagt, es wird sich einiges ändern. Wir haben jetzt, ich sag mal, das Konzept steht, die Struktur steht. Die lässt sich zwar noch ändern, aber die steht erstmal. Und das wird ungefähr so aussehen, da könnt ihr euch drauf einstellen, dass wir im monatlichen Rhythmus 4 Folgen bringen, die jeweils unterschiedlich sind. Also die zwar feste Strukturen haben, aber sich natürlich an die aktuellen News anpassen. Aber es wird insgesamt ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen wilder hier und da. Wir versuchen mehr reinzubringen, ein bisschen mehr Farbe reinzubringen. Ich glaube, Farbe sagt man. Bisschen mehr von allem, ehrlich gesagt. Das ist so ein Totschlagargument, aber wenn ich mir das so angucke, es ist ein bisschen mehr von allem. Man muss sich auch mal verkaufen. Hochqualitativer. Genau, wir wollen ja auch Mehrwert bieten. Content, aber auch Unterhaltung, trotzdem spontan bleiben. Dabei die Struktur aber nicht verlieren. Dafür stehen wir mit unserem Namen Steinwurf im Glashaus. Und da haben wir auch Wochen, Monate lang haben wir an diesem Konzept rumgedoktert, Jahre immer wieder rumgeschraubt. Es ist Work in Progress, aber
Wir also, haben etwas Spruchreifes. Genau, wir haben uns wirklich längerfristig Gedanken darüber gemacht, wie wir das Ganze aufsetzen wollen, damit es nicht nur so dahin plätschert, damit wir auch langfristig so ein bisschen planen können, auch für uns, weil das mit zwei mehr als Fulltime-Jobs, meistens mehr als die normale Fulltime, buchstäblich, doch recht schwierig ist, wenn man das immer so ein bisschen spontan aus der Hose macht und auf die aktuellen News geht und so. Die bleiben zwar nicht komplett weg, die behalten wir, dennoch wird es so ein bisschen ein festeres Grundkonzept geben, an dem wir uns festhalten können, aber das vor allem ihr auch genießen könnt und wo wir so ein bisschen sowohl die Regelmäßigkeit ironischerweise bringen, als auch die Abwechslung. Und tatsächlich, das klingt wie ein Widerspruch, aber ich glaube, dass sich tatsächlich rauskristallisieren wird, dass das funktioniert. Werden wir gleich erklären. Ihr könnt euch das und bitte schaltet nicht sofort ab. Das ist jetzt erstmal die Erklärung von dem, was ab dem 1. Februar kommt. Wie gesagt, nächste Woche wird es keine Folge geben. Zum ersten Mal seit 1,5 Jahren gibt es keine Steinbruch im Glashaus Folge. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei. Denn ab Februar ist es so, dass ein Monat im Normalfall 4 Wochen hat. Die paar Monate, die 5 haben, da werden wir uns was überlegen müssen. Aber wir gehen erstmal von 4 Wochen aus im Monat. Und dann wird es zahlenmäßig eine Folge 1, 2, 3 und 4 geben, logischerweise. Und die werden sich über die Monate immer ähneln, sodass dasselbe Konzept einmal im Monat wiederkehrt. Ganz genau. Und das wollen wir jetzt einmal kurz mit euch durchgehen. Einmal die Rubriken, die wir uns überlegt haben, wie das Ganze inhaltlich aufgebaut sein soll für jede einzelne Folge. Denn diese 4 unterschiedlichen Folgen ähneln sich teils zwar, aber keine ist genau wie die andere. Jeder hat andere Formate, hat eine andere Zusammenstellung von Formaten und, was wir jetzt schon mal ein bisschen spoilern können, wir werden einen regelmäßigen Gast, eine regelmäßige Kolumne einführen an Tag 3. Da kommen wir später noch zu. Boah, krasser Trailer-Teaser. Genau. Nee, es ist so, dass wir uns überlegt haben, okay, das mit den News-Slots bringt, die hatten wir ungefähr 20, 30 Folgen lang. Ja. Das ist cool. Aber wir interessieren uns halt auch nicht für alles, was in diesen Slots passiert. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Jetzt müssen wir irgendwie die Schnittmenge finden. Die kommt. Wir schmeißen nämlich das ganze unwichtige Zeug wieder raus. Aber hinten in eine Tonne rein. Und nehmen uns die coolen Sachen und können da länger drüber diskutieren. Das sieht so aus in der Struktur am Ende, dass wir 2 Halbzeiten haben im Podcast. Das haben wir uns überlegt, das mag ich persönlich ganz gerne, dass es beim Hören so ein bisschen Struktur gibt, dass man eine Pause hat, dass man Abschnitte hat und dass es nicht von vorne bis hinten einmal so durchwässert und danach ist wieder vorbei. Nee, wir haben 2 Halbzeiten, wir haben eine Halbzeitpause, Halftime-Show, wie wir sie liebevoll nennen, und wir haben wieder eine Endsequenz, ein Endstück, ein Endkunstwerk. Nach diesem Schema Rausschmeißer. Alle aufgebaut, wie gesagt. 2 Halbzeiten, eine Halftime-Show und ein Rausschmeißer. So, und was schon mal ganz klar ist, für alle 4 Episoden im Monat, es wird die News geben, in gewohnter Form, in längerer Form, zum Diskutieren, also das, was in der Woche passiert ist, seien es Filmtrailer, seien es Spieltrailer, Serientrailer, sei es News aus der Serienrichtung, seien es Kino-News, seien es neue Spiele, die angekündigt wurden, Konsolen, die released wurden, Sachen aus der Popkultur, aus dem Internet, Twitter-Tweets, die abgegangen sind. Also eigentlich genauso, wie ihr den Podcast kennt. Das ist so der bekannte Block. Das Kernstück. Das wird ein bisschen eingedampft, wird auf das Wesentliche runterreduziert und das wird dann aber auch mit gebührendem Respekt behandelt. Die Herz und Seele des Podcasts. Genau. So. Dem vorne ansteht an Tag 1 allerdings erstmal eine kurze Zusammenfassung. Das werden wir nämlich jetzt auch erstmal einführen, dass wir die Themen, die besprochen werden und die Sachen, die gemacht werden, einmal vor der Folge kurz zusammenfassen. Genau, haben wir uns auch überlegt. Ich finde das persönlich ganz, ganz praktisch, wenn man einmal jetzt als kurze Demonstration, heute wäre es gewesen, jetzt nicht wörtlich, aber hallo, liebe Freunde, in der heutigen Folge erwartet euch das und das und wir reden über das neue Indiana Jones Spiel und über Ubisoft, die jetzt auch Star Wars Spiele machen und über die Planung für die nächsten Monate, Punkt, so, und dann hättet ihr innerhalb der ersten 15 Sekunden schon mal einen Eindruck, was kommt in dieser Folge, was kann ich verpassen, was sollte ich auf keinen Fall verpassen, das Thema will ich hören, okay, kommt anscheinend noch. Dass ihr schon mal so einen Überblick habt an den Themen, die euch bevorstehen,
Das ist immer ganz praktisch, um schon mal einzusortieren, wann man was hören möchte. Ich mag das. Das ist einfach Service. Das ist Service. Wir sind auch ein Service-Podcast. Wir sind ein absoluter Service-Podcast. Wollen wir dann direkt schon mit Tag 1, mit der Halbzeit-Show, mit der Halftime-Show und dem der ersten neuen Rubrik beginnen? Willst du die erklären? Die kann ich machen. Sie heißt hier noch ganz pragmatisch das Tor des Monats. Das basiert auf dem legendären Sportschau-Rubriken-Kopf-Tor des Monats. Denn, wer die Sportschau jetzt nicht kennt, ist ein bisschen blöd. Dort wird sowohl, ich glaube, das Tor der Woche gibt es nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Schade eigentlich. Sagen wir Tor des Monats. Es gibt das Tor des Monats. Da werden die 5 schönsten Tore vorgestellt und dann können die Zuschauer abstimmen, welches dieser 5 Tore das tatsächlich schönste ist. Wir können jetzt keinen nagelneuen Toyota Auris verlosen. Hallo Toyota, wir könnten schon. Ich sag nur, wir könnten. Bisher können wir es nicht. Wir sind da offen für. Ich würde auch einen Dacia nehmen. Also. Auch Firmenwagen, durchaus. Ist ein Ding. Das Tor des Monats, da werden wir uns das Medium des Monats raussuchen. Also der werte Mirko und ich. Das, was uns geprägt hat. Das muss nicht aktuell sein, kann es natürlich, aber das kann ein Buch sein, ein Comic, ein Film, eine Serienfolge, ein Spiel, ein YouTube-Video, ein Lied oder ein ganzes Album. Irgendwas, was uns in dem Monat sehr bewegt hat oder einfach beeindruckt hat, geflasht hat. Das werden wir vorstellen in einem kleinen Battle sozusagen. Ist schon ein Battle eigentlich. Ja. Denn später könnt ihr dann auf Instagram abstimmen, welches dieser beiden Medien tatsächlich das Medium des Monats wird. Wir werden uns dann noch einen cooleren Namen überlegen. Aber das ist so ein bisschen die rockigere Halbzeitshow. Da stellen wir unsere beiden Medien gegeneinander und gucken, wer am Ende die besseren Argumente hat. Ganz genau. Dann stolpern wir direkt aus der Halbzeitshow in die zweite Halbzeit und zu einem neuen, und zwar wirklich komplett neuem, Format, welches so in dieser Art und Weise, glaube ich, auch komplett alle anderen Formate ja nicht in den Schatten stellt, sondern thematisch schon ein bisschen entgegensteht. Sowas haben wir noch nie gemacht. Wir nennen es ganz platt den Serientalk, zumindest erstmal. Und da haben wir uns entschieden für die Serie How to Sell Drugs Online Fast, eine deutsche Comedy-Serie, läuft bei Netflix. Und das wird wie folgt ablaufen. Wir werden jeweils getrennt voneinander jeweils 2 Folgen schauen und uns dann zusammensetzen und darüber quatschen. Ziemlich platt. Genau, es ist im Prinzip 2-mal im Monat ein Watch-Long. Ihr könnt natürlich mitmachen. Das ist jetzt eine relativ kurze Serie erstmal. Ich glaube, wir werden geschätzt ein Vierteljahr beschäftigt sein mit den Folgen. Wie gesagt, 2 pro Folge, das Ganze 2-mal im Monat, also 4 Folgen im Monat. Das ist durchaus machbar und dann stürzen wir uns drauf, denn der Mirko kennt die Serie schon. Ich kenne sie noch absolut gar nicht. Zumindest die erste Staffel. Die zweite wird dann für mich auch blind sein. Nicht mal einen Trailer gesehen. Von daher werden wir uns so ein bisschen abarbeiten, gucken, was ist uns aufgefallen aus verschiedenen Perspektiven. Wo sehen wir die Story? Ich will jetzt gar nicht da groß kritisieren. Ich glaube, ich würde gern in Character sozusagen diese Serie erleben und einfach mal so storymäßig durchschauen, was geht da ab, wie wurde es gedreht, was fällt uns auf, was sind Plot-Sachen und so weiter. Ich habe einfach Bock, mich da rein zu wuseln. Und genau, das füllt die zweite Halbzeit aus. Das sind dann 2 Episoden, die wir durchsprechen. Komplett, können auch gucken, was für Schauspieler dabei sind und so weiter, was alles abgeht. Das ist, wie gesagt, eine sehr neue Sache. Aber ich finde das sehr cool und das kann man danach auch noch mit anderen Serien fortsetzen. Wie gesagt, einmal könnt ihr natürlich als Watch-Along das Ganze mitmachen. Das werden wir dann auch auf Instagram noch posten. Und B, könnt ihr natürlich auch eine Serie vorschlagen, die wir danach gucken können für diese Rubrik. Ganz genau. Und dann kommen wir auch schon zum Ende von Tag 1 und Überraschung, Überraschung, einem neuen Format. Das da heißt, und ich glaube, das ist schon ein finaler Name, Retro-Gewitter. Und an Tag 1 übernimmt das der Johannes. Das bin ich. Hallo. Denn das Retro-Gewitter, was wiederum 2-mal im Monat sein wird, also Folge 1 und 3 sind nahezu ähnlich bis identisch, Halbzeitpause ist anders, da werden wir, beziehungsweise in diesem Fall erstmal ich, ein Retro-Medium vorstellen. Im Zweifelsfall ist es bei mir ein Film oder ein Buch, wovon ich glaube, dass ihr es unbedingt gesehen haben müsst. Und es ist meine Aufgabe, euch zu überzeugen, das zu sehen.
Also ich werde darlegen, warum ich es liebe, was ich daran liebe und warum ihr dieses Hidden Gem oder manchmal auch nicht ganz so Hidden Gem der Vergangenheit unbedingt nachholen solltet und unbedingt genießen müsst. Ganz genau, da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil da auch mit Sicherheit ein paar Sachen uns im Laufe der Zeit einfallen werden und auf den Tisch kommen, die thematisch in diesem Podcast bislang einfach noch nicht stattgefunden haben, weil es nicht gepasst hat oder wie auch immer. Wir werden auch jeweils nicht wissen vorher, was der andere als Retrogewitter hat. Also das wird auch für den Podcast-Partner eine Überraschung werden. Ganz genau. Und das war das Ende von Tag 1. Das ist die Episode, die ihr quasi am 1. Februar schon zu hören bekommen werdet. Genau, das ist immer der erste Montag im Monat. Am zweiten Montag im Monat gibt es dafür was ganz anderes. Da geht es ein bisschen locker flockig zu, wie die Kids von heute, glaube ich, sagen. Denn logischerweise, also der Beginn ist immer gleich, die Zusammenfassung gibt es und dann in der ersten Halbzeit so ein bisschen die News der Woche besprechen, was war los, was war nicht los. Für die Halbzeitshow allerdings haben wir uns überlegt, haben wir neulich schon mal angeteased, dass uns Folge 50 unfassbar viel Spaß gemacht hat. Mit der geskripteten Bullshit. Daher wird die Halbzeitshow zweimal im Monat darauf zurückgreifen, da wir natürlich so eine einstündige Folge nicht einfach so stemmen können. Das dauert viele, viele Stunden Vorbereitung, dass wir die Halbzeitshow ein bisschen skripten, ein bisschen einfach Richtung Sketch-Comedy fast gehen, auch wenn wir jetzt nicht die lustigsten Menschen des Planeten sind. Das macht das Ganze allerdings auch aus. Und deshalb gibt es zweimal im Monat ein bisschen Thomas Gottschalk interviewt Harry Quentin Potter, Tarantino. Sowas. Da haben wir sehr viel Bock drauf und ich glaube, das ist eine sehr coole Abwechslung zwischendurch mal, bevor es dann weitergeht. Ganz genau, und weiter geht es mit einem Quiz. Das klingt jetzt schon wieder ganz schön plump, ist es aber, naja, vielleicht. Ein bisschen, ja. Wir suchen uns vorher in unserer Redaktionsrunde für uns ein Quiz raus. Und das werden wir hier live versuchen zu beantworten. Je nachdem, was das für ein Quiz ist, werden wir vielleicht gegeneinander antreten, aber wahrscheinlich als Team versuchen, die Lösung zu finden. Und werden natürlich versuchen, uns dann nicht vorher zu spoilern. Das wäre ja irgendwo witzlos. Und ja, das gibt da dann die Themen von bis, also was man so im Internet findet. Von Harry Potter Quiz bis zu Star Wars, bis zu Serien, Filme, Musik wohl eher nicht. Das wäre dann wahrscheinlich eine One-Man-Show. Bücher, whatever. Was man so für Quizzes findet. Von mir aus auch Allgemeinwissensquiz. Hauptstädte auch gut. War nur ein Spaß. Ja. Nee, das wird fantastisch. Da könnt ihr uns auch was schicken, aber ganz besonders könnt ihr in diesem Fall natürlich auch wieder mitmachen, denn das mögen wir auch persönlich. Wir haben immer geguckt, was hören wir selber gerne in Podcasts. Das wollen wir übernehmen. Sachen, die wir nicht gerne hören, übernehmen wir natürlich nicht. Und ich glaube, Quizzes sind ein Evergreen. Da ist jetzt zwar nicht der ganz große journalistische Aufwand hinter, aber den können wir auch nicht stemmen. Können wir A nicht stemmen. B muss das auch gar nicht sein, denn Quizzes machen eigentlich immer Spaß, egal ob man sie selber macht oder zuhört. Denn auch wenn man zuhört, kann man sie ja selber machen. Also wir werden ja nicht sofort nach der Frage die Antwort reinschreien. Von daher habt auch ihr die Chance, kurz mitzuraten und danach die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen, wenn wir Sachen nicht wissen. Und ich glaube, das ist immer das Schönste, was man machen kann, wenn man sowas guckt. Und das hätte ich gewusst, ihr Loser. Zum einen das, auf jeden Fall. Das möchte ich auch bitte in den Kommentaren sehen. Wie scheiße blöd seid ihr denn? Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und wenn ihr richtige Chefs seid, also richtige Endbosse oder Bössinnen, Chefinnen, Chefs, dann erstellt ihr uns einfach selbst ein Quiz, was wir denn hier live versuchen zu lösen. Das ist schon gehoben, ja. Das ist halt Endboss, ne? Das Endboss, ja. Das wäre schon cool. Ich weiß nicht, ob wir da einen unter unseren Zuhörern haben. Ich weiß nicht. Mal schauen. So ein Bowser. Ja, so ein Bowser. Was ist ein Bowser? Ist da ein Bowser? Wahrscheinlich wird sich jetzt niemand als Bowser identifizieren, wenn wir am Anfang der Folge sagen, dass es quasi Trump ist. Schwierig. Wie dem auch sei. Die Folge, die OG-Folge, die Folge 2 im Monat, an jedem zweiten Montag im Monat, wird abgeschlossen durch das große Revival, durch das Comeback eines Klassikers, durch die Rückkehr eines Kultobjektes, wie es seit Manta Manta nicht mehr durch die deutschen Lande fuhr. Es ist die Top-5-Liste. Ganz genau. Für einmal im Monat zurück, sie wird ihr Comeback feiern und wir feiern es mit ihr. Das wird sozusagen in abgespeckter Form dann stattfinden, also nur noch einmal im Monat, damit es sich nicht so auslutscht. Aber wir sind beide große Fans der Top-Liste und deshalb kommt ihr einfach mal zurück.
Ganz genau. Das ist doch schön. Das ist auch ein bisschen Nostalgie bei all dem, was wir jetzt hier umschmeißen und neu bauen. Ein bisschen was, wo man Halt hat. Wo man weiß, okay, egal wie scheiße der Rest sein wird, wir kriegen die Top 5. Ja, das ist deutlich mehr Wahres dran, als ich jetzt zugeben würde, aber das soll nicht der Punkt sein. Das sind die ersten beiden Folgen und wir haben es vorhin schon angesprochen, die Folge 3, dritter Montag im Monat, wird Folge 1 relativ stark ähneln, abgesehen von der Halbzeitshow, denn wir haben wieder die erste Halbzeit mit den News, wir haben die zweite Halbzeit mit dem Serientalk, wie gesagt, es geht immer noch um How to Sell Drugs Online Fast und am Ende gibt es das Retro-Gewitter, in diesem Fall von Mirko, da wechseln wir uns alle zwei Wochen ab, aber die Mitte, und das ist neu, es ist eine zwar nicht mehr neue Stimme auf diesem Kanal, wie man so schön sagt, aber die großartige, fantastische Melanie Koch, auch sie wird ihr Comeback feiern in einer monatlichen Rubrik, in einer Podcast-Kolumne, die sie mit uns gestalten wird. Wie genau die heißt, ist noch nicht klar. Es gibt verschiedene Versionen von Mellies marodierender Meinung, Mellies maulige Mondlandung oder auch Mellies morbide Machtfantasien. Genau. Wir haben da einiges auf Lager. Sicher steht nur fest, es wird eine Alliteration beinhalten. Es wird eine Alliteration. Triple M. Melanie kehrt zurück und das im monatlichen Rhythmus. Und ich glaube, das freut uns alle sehr, wenn man auch mal so ein bisschen eine andere Stimme hört. Das ist... Ach, es wird alles ungemein bereichert, glaube ich. Ich glaube, es wird knall- und kunterbunt. Und das wird auch der Titel der ersten Folge im Februar sein. So, Retro-Gewitter hatte ich schon gesagt. In diesem Fall dann vom Mirko am Ende, wie gesagt, alle zwei Wochen, damit wir so ein bisschen Wechsel haben und damit wir uns auch einen Monat lang selber vorbereiten können, damit das ein bisschen mehr an Qualität gewinnt und wir nicht wöchentlich irgendwas stemmen müssen, was in manchen Wochen einfach nicht zu schaffen ist. Ganz genau. Und das Retro-Gewitter beschließt Tag 3 und wir beginnen Tag 4 mit den bekannten Slots der Zusammenfassung und den Themen. Dann haben wir da, wie schon erwähnt, in der Halbzeitpause unseren Folge 50 Revival-Bullshit. Dann allerdings die letzten beiden Slots etwas Neues, auch einzigartig im Monat. Die Halbzeit 2 wird I Have a Dream. Wir haben bislang noch keinen richtigen Namen dafür, aber wir malen uns dort ein Medium aus, was wir gerne hätten. Wo wir sagen, das gibt's noch nicht, das brauchen wir aber eigentlich. Klingt jetzt erstmal sehr, wie sagt man? Vage. Vage, sehr, sehr ungenau, sehr unpräzise. Ist es auch, und das ist auch Sinn der Sache. Zum Beispiel hätte ich in der vergangenen Woche noch, oder vor zwei Wochen, wäre es vielleicht ein Dream von mir gewesen, zu sagen, okay. Indiana Jones? Genau, ich möchte ein Spiel wie Uncharted, nur mit fucking Indiana Jones. Dass ich mit Indiana Jones durch die Gegend reite, dass ich mit ihm Nazis bekämpfe und erschieße, im besten Fall. Dass ich halt mit Indiana Jones durch die Gegend reiten kann. Das wäre ein Dream gewesen, jetzt wird Dream come true, Hammer. Aber ich glaube, da gibt es ein riesiges, gigantisches Feld, sei es ein First-Person-Shooter im Harry Potter-Universum oder... Also quasi Teil 7. Ungefähr. Nur in gut, bitte. Ich habe richtig Bock. Also ich habe jetzt schon 7 oder 8 Ideen. Das kann auch kompletter Bullshit sein. Vielleicht auch ein Game auf der Titanic. So. Auf jeden Fall. Ein Handygame, wo du mit deinem, du bist so ein Typ und der hält sich fest und du musst immer von links nach rechts springen, um irgendwelchen Menschen auszuweichen, die dich umrutschen. Ein Game wie der Film Jumper, nur dass du in historischen Schauplätzen jumpst. So von der Titanic, jumpst du dann zu 9-11, jumpst du dann zu... War richtig gutes Leben, Mensch. Ja, halt zu Sachen, wo irgendwas Krasses passiert ist, die du dann quasi als Spielcharakter nochmal durchleben kannst. Und vielleicht sogar verhindern kannst. Oh, du kannst dich verhindern, das ist deine Aufgabe. Du musst 9-11 verhindern, du musst 1912 hier Titanic verändern. Das wäre doch geil. Ist zumindest ein Dream. Auch das wird noch kommen, wie gesagt. Klingt erstmal vage, wird aber, glaube ich, eine richtig, richtig geile Sache, wo wir uns sehr viel ausleben können und sehr viel kreativ werden können und ihr mit uns kreativ sein könnt, denn ihr könnt uns auch natürlich, wie in den vielen anderen Fällen auch, Nachrichten schicken, was euer Dream wäre. Und wenn es nur drei Sätze sind, die sagen, keine Ahnung, we want Snyder Cut oder so. Auch dieser Dream kommt true, liebe Freunde.
auch dieser Dream kommt true. Genau. Und beendet wird unser Monat und der Tag 4 durch eine Monatsvorschau. Wir tragen da einmal zusammen, was dann so im kommenden Monat für Medien erscheinen, sei es Filme, ihr kennt die Leier. Und ja, packen da einfach mal unseren Scheinwerfer drauf und sagen, das ist eure Zeit wert oder vielleicht auch nicht. Genau, also ganz knallharte News im Grunde, aber nicht mehr random aus irgendwelchen Bereichen, sondern tatsächlich, das kommt im nächsten Monat, das wird bald relevant, das ist kein Spiel, was für Februar 2024 angekündigt wird, sondern das kommt in 2 Wochen, da könnt ihr euch drauf freuen oder auch nicht, denn das ist es wert. Das wird den Monat in jedem Fall abschließen, jeden einzelnen Monat, die Monatsvorschau für den Monat danach. Und damit schließt sich auch dieses 4-Folgen-System, was wir uns ausgeklügelt haben. Ja. Jo, ganz genau. Das ist jetzt so das Konzept, wie es aktuell steht. Genau, das war jetzt für euch erstmal sehr, sehr überfordernd. Ihr werdet jetzt sagen, what the fuck, ich habe keine Ahnung, was ihr gesagt habt. Es ist mir auch völlig egal, es waren sehr viele Rubriken. Das macht auch überhaupt nichts, denn ab dem 1. Februar werdet ihr das selber erleben. Es wird deutlich gemacht durch audiotechnische Hinweise, Signaltöne, die euch vermitteln werden, was jetzt als nächstes ansteht. Also wir werden zumindest versuchen, das Ganze so ein bisschen anschaulicher auch auf Audioebene zu machen, ein bisschen euch mitzunehmen auf diese Fahrt, denn das ist immer sehr schön, wenn wir alle gemeinsam in einem Boot schippern und dann gegen den Eisberg fahren. Das mag ich am liebsten. Ganz genau. Wunderschön. Steinwurf im Glashaus.